Guten Morgen, ich bin jetzt auf dem Weg in den Stall und ich bin heute mal ein bisschen schlauer als sonst. Ich habe mir heute mal was zu trinken und Nüsse mitgebracht, denn die letzten Tage habe ich einfach nichts zu trinken dabei gehabt. Ich habe eigentlich nie was zu trinken mit dabei, aber wenn man dann so wie gestern von 8 bis 3:30 im Stall ist, hat man irgendwann Hunger und Durst. So, bevor ich reite, misste ich einmal schnell. Ich bin auch schon fast fertig, aber ich frage mich gerade, ob es irgendetwas Respektloseres gibt, als wenn man bei einem Pferd in der Box steht, mistet und es äppelt. Danke, Ziva. So, Ziva und ich sind durch. Ich gehe gerade noch ein kleines Stück mit ihr spazieren. Heute bin ich ein bisschen enttäuscht. Also sie ist die letzten Tage sehr kribbelig gewesen und ich sage auch immer, dass ich finde, dass sie momentan so gut ist, was sie auch ist. Aber erst wenn ich sie ein bisschen durchgearbeitet habe. Und heute wollte dieser Punkt einfach nicht kommen. Gemacht, getan. Und sie hat mich einfach wirklich platt gesagt auf ihr verhungern lassen. War nur gegen an, nur richtig auf Zinne, total energiegeladen. Und ich konnte es einfach, ich habe es heute nicht geschafft, diese Energie in was Positives umzuwandeln. Ja, und jetzt habe ich mit meinem Trainer gesprochen. Wir dürfen ja wieder Unterricht reiten. Und er springt sie nächste Woche und dann werde ich danach Unterricht nehmen. Also nicht an dem Tag, wo er gesprungen ist, sondern er wird sie einmal springen, damit sie einmal schon ein bisschen Dampf ablassen kann. Ist jetzt auch ewig nicht mehr gesprungen. Und dann fangen wir wieder regulär mit Springtraining an. Ich bin gespannt. Ist total schade, weil wir waren eigentlich auf einem total guten Weg. Dann, ja, und dann fühlt sich das ein bisschen traurig an, weil wir waren auf so einem mega guten Weg. 2019, also ich bin ja Anfang 2019 noch Turniere geritten und da war alles super. Da waren wir ja sogar platziert. Da hatte ich sie eigentlich endlich quasi geknackt. Dann bin ich schwanger geworden, dann war Corona und jetzt fangen wir eigentlich wieder bei Null an. Und das macht mir ein bisschen Gedanken, weil ihr wisst ja, wie lange wir daran gearbeitet haben, dass sie so entspannt ist im Parcours. Und davon ist jetzt nicht mehr so viel über. Ich hoffe einfach, dass wir es hinkriegen, weil so ein richtig nochmal so ewig keinen langen Atem beweisen, weiß nicht, ob ich das kann. Also klar kann ich das, aber es ist doch ein bisschen deprimierend. Ich musste Kaspian ganz kurz reinholen, der geht aber jetzt gleich wieder raus, weil mein Trainer Cosma parallel geritten ist und er steht tiefenentspannt da, egal wie viele Pferde auf dem Springplatz sind. Er guckt zu, er spielt mit Cesi, er hat eigentlich die ganze Zeit irgendwie was zu tun. Aber er ist unsterblich verliebt in Cosma. Und er hat gerade ein Leckerli von mir bekommen. Jetzt fragt er sich, warum er nicht mehr kriegt. Und kaum war Cosma auf dem Platz, war es dahin mit der Ruhe. Es war nur noch ein Wirren und ein bescheuert in der Gegend rumgerenne. Ja. Mit dem Tierarzt habe ich schon geschnackt. Wir treffen uns jetzt in den nächsten Tagen, also Anfang nächster Woche, zum Besichtigungstermin seines Körpers. Und dann entscheiden wir, wie wir ihn kastrieren. Und dann haben wir das Thema hoffentlich bald hinter uns. Der kleine Kerl hat hier gerade verbotenerweise eine Mandarine bekommen. Eigentlich bekommen meine Pferde nur das, was sie auch wirklich fressen dürfen. Und Zitrusfrüchte gehören jetzt nicht unbedingt in den Standard. Futterplan, aber er war total lecker. Also ich denke mal, jetzt kriegt er mal so ab und an kriegst du mal ein Mandarinchen, ne? Das ist so lustig. Ich habe den gerade an Ziva vorbeigeführt. Kein Interesse. Ich führe den an Matti vorbei. Interessiert ihn nicht. An zwei tragenden Zuchtstuten passiert nichts. Cosma. So, Cosma werde ich jetzt einmal schnell umdecken. Die hatte bis eben noch die Abschiedsdecke drauf. Und die war halt richtig gut bei meinem Trainer. Ich habe zugucken können, saß in der Zeit auf Ziva und die sah halt richtig gut aus. Also so, man merkt, wo die Reise mit ihr hingehen kann. Und er meinte jetzt auch, dass wir so, ja, vermutlich so nächste, übernächste Woche, dass ich dann auch mal wieder aufsteigen darf. Da bin ich total kann. Also ich darf ja natürlich die ganze Zeit, aber es hätte keinen Sinn gemacht. Wir haben uns dafür entschieden, dass es mehr Sinn macht, wenn er das macht. Aber gedurft hätte ich natürlich, ist ja mein Pferd. Also es ist jetzt nicht so, dass mir jemand irgendwas verbietet, außer der gesunde Menschenverstand. So,
Die Box hatte ich heute Morgen schon gemistet, aber ich miste immer erst und streue noch nicht neu ein, weil meine Pferde eigentlich die ganze Zeit draußen sind. Aber sie sind jetzt drin, weil sie auch Mittag essen, gerade Kraftfutter gekriegt. Und deswegen ist die Box noch nicht eingestreut. Aber das mache ich jetzt, sobald die kleine Maus hier draußen ist. Und die genießt das so. Die findet das so schön, wenn man ihr einfach nur hier am Ohr rumfummelt. Du bist eine süße Maus. Na, bist eine süße Maus. Wann beichten wir denn mal deinem Bruder, dass du nicht seine Traumfrau sein darfst? Hm? Ja, nächste Woche kommt der Tierarzt. Vielleicht haben wir das Thema dann erledigt, ne? Dann darfst du vielleicht mit ihm auch mal zusammen raus, wenn er sich beruhigt hat. So, ich äpple hier gerade das Paddock ab. Lotti steht bei mir, wie immer. Steht immer bei mir, wenn ich abäppe. Es ist so süß. Und Ziva fragt sich gerade, ob wir ein neues weißes Pony haben. Sie stand da gerade einfach, hat Shelly einfach nur angestarrt. Shelly, nicht erschrecken. Ziva ist hinter dir. Lotti, darf ich das bitte? Ich brauche das zum Abäppeln. Kannst du jetzt mir nicht wegnehmen. Das geht nicht.